Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier bei The Captain Phil. Ich bin wieder draußen unterwegs, heute um ein bisschen zu kochen. Ich habe meine Utensilien im Rucksack, der ist gepackt und bin aktuell schon fleißig auf dem Weg. Es ist aktuell von den Temperaturen relativ angenehm eigentlich. Wir haben so circa 10 Grad. Ich habe mich relativ dick angezogen, was sich jetzt als Fehler rausstellt. Ich dachte heute Morgen so, bevor ich los bin, ja okay, es hat geregnet, es ist windig. Temperaturen waren so zwischen 4 und 7 Grad. Ja okay, ich ziehe mich lieber ein bisschen dicker an. Und jetzt merke ich, wo ich so nach ein paar Meter gelaufen bin. Ich meine, ich habe hier einen dünnen Pulli an mit einem T-Shirt und darüber eben diese Wolljacke. Das ist brutal warmisch, Alter. Ja, ich schwitze schon und muss, denke ich, die bald ausziehen. Jetzt schauen wir mal. Im Wald ist natürlich wieder ein bisschen weniger Wind. Ist schon ein bisschen mehr geschützt. Vorne sind auch ein paar Bänke. Schauen wir einfach mal, dass ich die vielleicht ausziehe. Die ist auch relativ eigentlich gemacht für rauere Wintertage. Die ist aus 100% Wolle und richtig, richtig warm. Ich trage die auch eigentlich daheim ganz gern. Einfach mal so als Hoodie, T-Shirt an oder die Jacke drüber. Das finde ich sau bequem, das Ding. Und eignet sich auch perfekt für den Wald irgendwie. Genau. Kurz die Kamera verdeckt. Ich habe mein Stativ aktuell noch eingepackt. Könnt ihr mal so ein bisschen euch umschauen. Wir haben hier die Felder überall. Da drüben geht es rein in den Wald. Da werde auch ich gleich reingehen. Sehr windig. Mein Hut habe ich jetzt heute mal daheim gelassen. So, genau. Zum Essen gibt es nachher, habe ich vorbereitet, und ich habe die Sachen dabei für ein Würstlesgulasch, sagt man, Wiener Würstle, Seitenwürstle, Tomatensauce und ein paar Gewürze. Das wird es nachher geben. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin jetzt gleich da. Wir müssen bloß noch hier runter. Da geht es ein kleines Bächle, fließt entlang. Und dann laufen wir nach vorne. Und da ist dann der Wasserfall, wo wir unser Lager aufschlagen, beziehungsweise wo wir anfangen dann zu kochen. Los geht's. So, ich habe mich für meinen Raschplatz entschieden. Das wird hier sein. Hier kann ich dann schön meine Sachen abstellen. Wir haben hier ein bisschen eine ebene Fläche, wo ich mich hinsetzen kann. Natürlich ein herrlicher Ausblick darunter den Bachlauf entlang. Und hinter mir sind Felsen. Geht so eine große, große Felsmauer nach oben, rings um mich herum. Und nach vorne ist dann auch hier in dieser Richtung ein Wasserfall, bei dem war ich ja das letzte Mal schon. Vielleicht gehe ich heute auch noch mal kurz hin. Der ist ja dann direkt da vorne. Aber hier ist einfach ein schöner, schöner Platz. Ich bin hier umringt von Felsen und kann mich hier jetzt schön hinsetzen. Und dann können wir loslegen.
So, ich habe mir jetzt hier mein Lager fürs Erste aufgeschlagen und bin bereit zum Kochen. Das Erste, was ich jetzt hier machen werde, ist, ich werde die Zwiebel schneiden, die dann in die Pfanne geben oder in das Kochgefäß. Davor fülle ich natürlich noch Öl rein, dann braten wir das Ganze so ein bisschen an, lassen die Zwiebeln so ein bisschen anbraten, machen dann Tomatensauce rein, schneiden nebenher noch die Würstchen und dann können wir essen. Genau. Ich werde jetzt direkt, ja doch, ich mache direkt das Öl da rein. Steht zwar hier Olivenöl drauf, aber es ist wirklich Sonnenblumenöl. Ich habe das nur heute Morgen umgefüllt. So. Und vom Bach unten, von diesem kleinen Bachlauf, habe ich mir auch noch diese Steinplatte geholt. Das ist ganz gut, weil da kann ich dann nachher am besten drauf kochen. Das ist ebene, stabile Fläche. Genau, also dann legen wir mal los. Ich habe es mir jetzt gerade eben noch mal anders überlegt. Ich denke, ich werde jetzt doch die Würstchen direkt schneiden, auch mit dazugeben, dann alles schön anbraten, die Tomatensauce dazugeben, die Gewürze dazugeben und dann passt es, glaube ich, auch.
alle Zutaten sind geschnitten und sind in der Pfanne bzw. in diesem kleinen Töpfchen. Nachher kommt noch Tomatensauce dazu und ein paar Gewürze. Und dann ist das Essen auch schon fertig. Ganz, ganz einfach. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz zwischendurch was sagen, was mich ein bisschen geärgert hat. Und zwar, wo ich mir den Trangia-Kocher gekauft habe, kam mit diesem Trangia-Kocher auch diese Halterung hier mit. Das sind zwei so Metallstücke, die kann man hier ineinander fügen, wenn es denn funktioniert, genau. Und das ist eigentlich dafür gedacht, am Anfang dachte ich, ja, wie genau ich mir das vorstellen darf, dass man das aber so direkt in den Kocher reinstellt. Heißt, wenn er nachher offen ist, innen ist natürlich der Spiritus, kann man das direkt da reinstellen und könnte dann direkt oben drauf natürlich was kochen. Wo ich das dann das erste Mal verwendet habe, ist mir aufgefallen, dass es am Anfang nicht sichtbar war. Jetzt ist es ja hier relativ deutlich, wir haben hier so ein bisschen rot und weiß, dass diese Beschichtung war am Anfang nicht sichtbar. Es war eigentlich wie hier auf der Seite auch komplett blank und ich habe mir nichts dabei gedacht und habe den Trangia-Kocher dann entzündet, habe angefangen zu kochen und irgendwie riecht, hat es dann angefangen richtig zu stinken und ich schaue mir das Ding so an und sehe, dass hier eben diese Beschichtung komplett natürlich angefangen hat zu kokeln und zusammenzuschmelzen und es war wirklich ja, eine unschöne Sache, weil ich habe dann das Kochen damals abgebrochen. Wegen dem dachte ich natürlich auch keine Lösung. Und das hat mich wirklich geärgert. Am Anfang, wenn man das kauft, ist diese Beschichtung so noch nicht wirklich sichtbar. Ich wusste auch nicht, dass da irgendwas drauf ist. Es stand nichts dabei. Hab das dann entzündet. Und das kam dann erst später eben so raus. Seitdem habe ich es auch nicht mehr verwendet. Ich wollte es euch nur einfach mal zeigen. Ich weiß nicht, ob das standardgemäß damit dabei ist oder wie das da eben gehandhabt wird. Mittlerweile habe ich natürlich andere Ausrüstung. Das war damals nur für das erste Kochen. Aber ja, schade eigentlich, ne? Ist eine ganz praktische Sache, einfach zu mitnehmen. Könnte man hier jetzt direkt reinstellen und dann oben drauf natürlich was kochen. Wirklich das Minimalste. Jetzt geht's aber wirklich ans Eingemachte. Die Tomatensauce habe ich jetzt reingemacht und jetzt kommt hier noch eine kleine Gewürzmischung mit dazu. Ich habe hier gerade für dieses Würstchengulasch ein bisschen braunen Zucker drin. Ich habe Salz, Pfeffer drin, Curry, ein bisschen Chili-Pulver und ein bisschen Kräuter de Provence. Das mit dem braunen Zucker ist tatsächlich ein amerikanischer Tipp gewesen. Mal schauen, ob das damit irgendwie besser schmeckt. Ich habe es auch noch nicht probiert. Also so in Sicht des Würstchen-Gulasch habe ich schon daheim öfters mal gemacht, aber mit einer anderen Rezeptur. Das ist jetzt wirklich erstmalig so gekocht in der Waldküche.
Ich habe mir heute mal tatsächlich spezielle Kochhandschuhe mitgebracht. Spezielle hitzeresistente Kochhandschuhe, die man auch für draußen verwenden kann. Weil ich das letzte Mal gemerkt habe, nach einer Zeit wird dieser Topf natürlich, ist ja klar, sehr, sehr heiß. Und er lässt sich fast nicht mehr anfassen. Und einfach, dass ich hier trotzdem ungeschadet weiterkochen kann, dass ich hier nicht noch verletzt werde oder so oder mir Verbrennungen zufüge, habe ich mir diese Handschuhe gekauft und teste sie heute auch das erste Mal. Bisher sehr gut, sie sind sehr robust, sie sind sehr dick, sie sind von der Firma Rhinalin, haben auch hier auf dem Handrücken, ihr seht es vermutlich aus der Entfernung aktuell sehr schlecht, einen Pfannenwender und so eine Gabel drauf und ein Kleeblatt soll das, glaube ich, sein, in ganz groß. Und die sind aber an sich echt, echt cool. Die haben einen relativ dichten Stoff. Die haben auf der Vorderseite so Noppen drauf. So rutschfeste Noppen. Und so lässt sich das aber gut kochen. Und lässt sich auch vor allem die Pfanne gut greifen. Und man muss nicht mehr Angst haben, dass aus Versehen man sich eventuell verbrennt. Das wäre sehr schlecht. Es ist aber wirklich hier ein wunderschöner Platz und ich könnte mir keinen schöneren Ort vorstellen, zu kochen und draußen in der Natur zu sein als hier. Man hört zwar in der Ferne ab und zu mal eine Straße, die vorbeifährt, Autos, die auf der Straße da vorbeifahren, weil die geht hinter euch, geht es direkt den Berg hoch, ein Stückchen weiter und da fahren natürlich die Autos hoch. Deswegen, die hört man hier ab und zu mal, aber ansonsten ist man hier wirklich komplett in der Natur, mittendrin und eigentlich auch komplett ungestört. Ich liebe diesen Ort hier wirklich. Es ist so schön und so idyllisch. Ich finde es vor allem so natürlich, wie hier alles wächst. Nicht irgendwie, dass da die Forst und die Landforstwirtschaft so die Hände im Spiel hat. Hier wachsen die Bäume und die Farne. Hier wächst alles komplett wild. Das Bächle hier fließt durch. Da hinten ist dieser Wasserfall. Ist alles einfach so sich selbst überlassen wie einem kleinen Urwald. Und es ist wirklich, wirklich richtig toll hier. Echt klasse. Vor allem da hinten die Felsen, über die sich das ganze Efeu zieht und Wurzeln von den Bäumen, wie die runterkommen. Es ist so beeindruckend, wie Bäume auch wachsen können. Hier direkt von meinem Blickfeld aus kann ich einen Baum erkennen, der wächst hier auf einem Felsen. Das ist so ein Felsvorsprung, da wächst er einfach hoch, hat seine Wurzeln über den Felsen drüber gezogen. Sehr, sehr schön. Ich denke aber auch, das Essen ist langsam fertig. So ein Gulasch kann man ja eigentlich relativ lange immer kochen lassen, ohne irgendwelche Bedenken. Ich muss immer schauen, dass ich auf der Platte bleibe. Ich merke, je mehr ich rühre, desto mehr rutsche ich weg. Aber ich könnte, glaube ich, bald anfangen zu essen. Das Problem, was ich gerade aber erst leider festgestellt habe, ist, dass ich gar nichts dabei habe, um zu essen. Ich habe mir keine Gabel mitgenommen, keinen Löffel, nichts. Ich habe nur diesen kleinen da drüben. Vielleicht werde ich mir kurz einfach mal so einen Spießer schnitzen, dass ich irgendwie ein bisschen was habe. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Das Messer lege ich mal hier weg. Das wird aktuell übersät von Tomatensauce. Und hier, das sieht auch gut aus. Vor allem, es riecht herrlich. Toll. Für alle, die sich fragen, worauf ich hier sitze, ich habe mir hier tatsächlich aus ganz einfachen Materialien, die ich zu Hause hatte, eine Sitzgelegenheit gemacht. Einmal haben wir hier so ein altes Sitzkissen, das habe ich einfach in einen gelben Sack eingepackt. Da ist es geschützt vor Feuchtigkeit, vor Dreck und allem. Und obendrauf habe ich hier so ein altes Fell gelegt, das ich noch zu Hause hatte. Und da kann ich mich drauf setzen, ist schön warm und sehr, sehr bequem. So, das Essen ist fertig. Das Würstchengulasch ist fertig. Es riecht wirklich, wirklich lecker. Und ich werde es jetzt probieren. Ich habe mir tatsächlich nichts dazu geschnitzt oder so.
sondern werde es einfach mit dem Löffel essen. Für nächstes Mal muss ich mir vielleicht geeignete Schnitzmesser mitbringen, dann kann ich mir unterwegs eine kleine Gabel schnitzen oder einen kleinen Löffel. Aber so an sich machen wir es heute ein bisschen rustikaler, ist glaube ich auch in Ordnung. Mm. Es ist wirklich bombastisch lecker. Kann ich auch nur sagen, richtig, das ist richtig gut. Sehr heiß, aber das ist ja nicht so wild. Geschmacklich, aber hervorragend. Und die Handschuhe sind auch noch gut. So kann ich den heißen Topf, weil der ist echt noch sehr heiß, einfach in der Hand halten und nebenher essen. Wie es sich gehört, ist der Platz komplett sauber aufgeräumt. Hier saß ich und jetzt geht's wieder zurück. Ich finde, der Wald hier ist wirklich, wirklich märchenhaft. Ich weiß nicht, ob man das so gut in einem Video erkennen kann, aber es ist wirklich herrlich hier unten, hier durchzulaufen, ist klasse. Und wir werden weitergehen. Los geht's. Ein bisschen laufen wir noch. Und dann trete ich, denke ich, auch langsam schon den Heimweg an. Es wird ja, man merkt es immer tagtäglich, immer früher dunkel gefühlt schon. Wir waren gestern beim Tischtennis spielen und haben dann auch schon gegen 16 Uhr aufgehört, weil es einfach dunkel wurde. Und so eine halbe Stunde später war es dann schon Nacht. Ja, wir haben Herbst, die Zeitumstellung, man muss sich wirklich noch dran gewöhnen. Ich bin ja kein Fan davon. Und ich hoffe, irgendwann wird es vielleicht auch abgeschafft. Ja. Ja, was ich euch tatsächlich noch zeigen will, ist dieser Anhänger hier, den ihr hier sehen könnt in meiner Hand. Viele kennen vielleicht auch von meinen anderen Waldvideos, wenn ich meine Tarnjacke immer anhatte, da war der auch dran seit einigen Wochen. Früher war das Ganze ein Anhänger von einem Wettlauf. Ich habe den bekommen in der Schule. Da steht auch vorne dann der Schulname drauf und alles andere. Den haben wir damals bekommen. War, glaube ich, in der vierte, fünfte Klasse. Und den habe ich dann irgendwann an meine Jacke dran gemacht, an meine Tarnjacke. Und als ich so irgendwann mal draußen war im Wald und einfach da saß, ich habe auch gekocht, das war glaube ich mein erstes Kochen im Wald, da hatte ich das auch in meine Jacke dran. Und dann saß ich da und hatte irgendwie den Gedanken und die Idee, das umzugestalten, schöner zu machen, irgendwie passender zu machen, vielleicht auch farbenfroher. Und ich habe mich, was die Farben angeht, was die Muster angeht, ein bisschen in der amerikanischen Ureinwohner-Geschichte umgeschaut und in deren Kunst, was die so machen, was die so zeichnen und malen. Und habe mich davon inspirieren lassen und im Endeffekt dann diesen Anhänger für mich erstellt. Das ist mein Symbol für die Natur, für den Wald, für draußen. Ich finde, es ist echt schön geworden. Ich habe versucht, natürlich die Farben auch von dem Band oben ein bisschen mit einzubeziehen. Rot und Blau und ein bisschen Grün. Und es ist echt ein klasse Anhänger. Wie ihr seht, ich bin auch im Wald gerne farbenfroh angezogen, wie diese Jacke hier natürlich beweist. Und die erinnert mich auch so ein bisschen einfach an die amerikanischen Ureinwohner. Ich bin ein großer Fan von denen und deren Geschichte, deren Stämmen. Und das inspiriert mich zu so vielem und gibt mir immer wieder neue Ideen, dass ich das natürlich auch hier in meinen Waldalltag, in meine Videos mit einfließen lasse. Also, das war's für heute fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder draußen sind, im Wald kochet, wandert oder einfach die Natur genießet. Bis zum nächsten Mal, schaffet's gut. Ciao, ciao.